den Häusern, in den Wohnungen, vor den Häusern, vor den Wohnungen, auf den Balkonen, hier auf dem Platz. Und ja, geht wieder auf ein neues. Was kann schon aus einem werden, der mit 13 die Schule verlässt? Erstaunlich, aber wahr. Es wurde aus ihm einer der berühmtesten Männer auf der Leinwand. Am 16. April vor 131 Jahren wurde Charlie Chaplin geboren. Trennung der Eltern, Krankheit der Mutter, Waisenhaus, Armut. Charlie Chaplin hat von Anfang an alles, nur nicht die Schokoladenseite des Lebens erfahren. Gesang, Theater und später der Film waren seine Rettung. So wie man ihn vor sich sieht, klein, mit Schnurrbart, Melone, übergroßen Schuhen und Hosen, da kann man nur schmunzeln. Lachen, aber nicht um zu verdrängen oder auszuweichen. Mit seinem entlarvenden Humor hat er immer auch aufgezeigt, wo etwas krumm und falsch war. Und über sich selber lachen zu können, selbst in der größten Katastrophe noch das Komische zu entdecken, das hat er vorgemacht. Auch heute, in einer echten Krise, ist Humor wichtig. Nicht, um alles auf die leichte Schulter zu nehmen, aber wenn man Nachrichten bekommt mit Bildern, wie Klopapier auf den Bäumen wächst, oder welche Sportarten mit Fantasie zu Hause möglich sind, wenn Leute kreativ werden beim Herstellen von Mundschutz oder Backen von Klopapierkuchen, dann vergisst man mal kurz die Sorgen. Lachen hilft, denn ständige Sorgenfalten lösen auch nicht die Probleme. Deshalb wünsche ich mir in dieser Zeit der Pandemie, dass immer einer bei mir wäre, der lacht und spricht, fürchte dich nicht. Ja, das ist dann gezogener Kanon von Jung und Alt. Vielleicht einer der wunderbarsten Gaben Gottes. Dass ein Kind wie Charlie Chaplin nicht untergegangen ist, sondern seinen Weg fand, hat viel mit Humor zu tun, mit der Kraft zu leben, zu lachen und zu hoffen, dass etwas möglich ist. Diese Lebenseinstellung möchte ich mitnehmen, jetzt, wo ab morgen gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben langsam wieder bei uns anfangen. Die Bibel erzählt eine Geschichte, da ist es ganz ähnlich. Sie erzählt, wie die Freunde und Freundinnen von Jesus die Ostertage verbracht haben. Sie sind zu Hause geblieben. Sie hatten Angst und waren voller Trauer. Sie fragten sich, auferstehen, aufstehen, neu anfangen, leben. Wie soll das gehen? Dann merken sie plötzlich, Jesus ist bei ihnen. Die Bibel erzählt, Jesus ist zu ihnen in den verschlossenen Raum gekommen und sprach, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände, die von den Nägeln am Kreuz verletzt waren. Sie waren so froh, dass sie Jesus vor sich hatten. Jesus hat damals nach Ostern seine Freunde und Freundinnen ins Leben geschickt, mit der Zusage, dass er mit ihnen ist. Ich hoffe, dass er sie und mich
ins Leben schickt, zuversichtlich, besonnen und respektvoll und geduldig, wie wir mit anderen Menschen zu tun haben, so wie Jesus halt auch den Menschen begegnet. Volle zu entdecken. Jetzt, wo es irgendwann mit dem Einstieg in den Ausstieg vorangeht. Wir wissen darum, dass für viele Menschen noch kein Ende in Sicht ist. Angehörigen können keine Besuche machen im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Manche sorgen sich, ob sie ihren Angehörigen jemals wiedersehen. Wenn es ihnen so geht, dann wünsche ich Ihnen sehr, dass Gott sich Zugang verschafft zu Ihnen, zu Ihren Angehörigen. Nicht sehnen, doch glauben. Vertrauen Sie auf Gott, dass er Ihnen hilft, die Not und die Unsicherheit zu ertragen. Und in alledem lädt uns alle Charlie Chaplin ein mit dem Satz: Vergiss nie zu lächeln. Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Das kann ich gleich heute tun, mich nicht unterkriegen lassen, sondern das Gute suchen und anderen freundlich begegnen, immer wieder neu. Vergiss nicht zu lächeln. Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Einmal starb ein Irre ganz unverhofft. Nun stand er plötzlich vor Christus. Er hatte furchtbare Angst, denn er hatte in seinem Leben wenig Gutes getan. Eine ganze Reihe war noch vor ihm. Alle mussten die Rechenschaft ablegen. Christus schlug in dem dicken Buch nach und sagte zum Ersten: Da steht, ich hatte Hunger. Und du hast mir Essen gegeben. Bravo, ab in den Himmel. Zum Zweiten, ich hatte Durst und du hast mir zu trinken gegeben. Zum Dritten, ich war im Gefängnis und du hast mich besucht. Und so fort. Bei jedem, der in den Himmel befördert wurde, machte der Irre eine Gewissensforschung. Und jedes Mal kam ihm das Zittern. Er hatte weder zu essen noch zu trinken gegeben und hatte keine Gefangenen und keine Kranken besucht. Nun kam er an der Reihe. Er blickte auf Christus hin, der in sein Buch nachschlug und zitterte vor Angst. Aber Christus blickte auf und sagte: Da steht nicht viel geschrieben, aber etwas hast du auch getan. Ich war traurig, und du hast mir lustige Geschichten erzählt. Ich war niedergeschlagen und du hast mich zum Lachen gebracht und mir Mut gegeben. Bravo, ab in den Himmel. Musik.
beschützt. Dass Gott uns Weg macht, die Welt um uns herum mit Trauer und Freude wahrzunehmen. So bitten wir ihn darum. Sei du mit den Kranken, mit den Ängstlichen und Mutlosen und gib, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen. Lass uns über uns selber befreiend lachen und schenk uns ein Lächeln. Gib uns ein Gegenüber mit strahlendem Gesicht, damit wir selber immer wieder Freude ausstrahlen können. Hilf uns, im Jetzt zu leben. Ganz aus der Mitte, mit deinem Funken, den wir in unseren Herzen tragen. So begleite uns Gott durch diese Nacht, in den nächsten Morgen hinein. Amen. Dann irgendwann zu Bett und schlafen Sie gut. In diesem Sinne, gute Nacht.